Und auch heute gegen FC Reading sind wir in der Startformation hier. Newcastle gegen eben, wie angesprochen, Reading mit Williams und Hunter in der Stürmerrolle. Die zwei da machen das bislang sehr, sehr gut und sollen das natürlich auch weiterhin so machen. Oh, Reading mit der Chance. Leck mich am Arsch. Da haben wir echt Glück gehabt. Williams mit dem Auge, aber nicht mit der nötigen Präzision. Reading. Stoppt diesen Typen. 1-0. Oh mein Gott. Reading geht in Führung. Anita geht raus, TOT kommt rein, also eher ein Abräumer. Da Williams mit dem Auge für Sissoko, klasse Ball, Weltklasse Pass und da ist Sissoko mit dem Pfosten. Oh mein Gott. Hunter mit der Flanke, Sissoko wieder, nee. Shit. Das war's. Verloren. 1-0 im eigenen Stadion. Sehr, sehr, sehr schlecht. Kacke, Mann. Totale Kacke. Wir waren da wirklich enttäuschend. Manchmal fehlt einfach das Quäntchen Glück, Mann. Nächstes Mal, da bringen wir es. So, wieder ein Pokalspiel gegen Bournemouth. Hier müssen wir natürlich was reißen. Das letzte Spiel war ja nicht der Rede wert. Das vergessen wir lieber wieder ganz schnell. Spielen dafür jetzt hier diese Partie wieder als Stammspieler. Und diesen Rang möchten wir uns natürlich auch nicht mehr wieder verspielen. Den mussten wir uns jetzt hart erkämpfen. Also behalten wir den auch. Ameobi, klasse Schuss! Was für ein Ding! Woo! Geiles Ding. Ameobi, richtig geiler Typ. Hier hat Platz ohne Ende, wird null attackiert und dann zirkelt er das Ding genau unters Dach. What the fuck? Och komm. Naja, egal. Erste Halbzeit vorbei. Schönes Tor geschossen. Und wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit. Herrlich kombiniert. Und der neue Mann, gerade eben erst reingekommen, ist, glaube ich, eigentlich Verteidiger, macht hier das 2-0. Göttlich gespielt. Zack, dann zack auf Hunter. Hunter, der lässt ihn durch und dann ist da das Tor. Geil. Jetzt haben wir die riesen Konterchance. Hunter alleine vorm gegnerischen Torwart. Oh mein Gott. Egal, es gibt einen Eckball. Immerhin. Hunter! Oh. Egal, wir haben das Spiel gewonnen, 2-0, beide, oder ein Tor auf jeden Fall von Alexander vorgelegt, das erste weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Spiel, bis dann und tschüss. Tada, hier sind wir auch schon wieder in der nächsten Partie gegen Brentford, auch wieder Ligaspiel. Puh. Jetzt sollten wir aber hier mal eine gute Partie hinlegen, nachdem wir im letzten Spiel im Pokal sind wir irgendwie immer besser, wie in der Liga, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall sollten wir hier ein super Spiel machen, denn wir haben ja im letzten Spiel schon eine klasse Partie hingelegt, ohne Tor, aber jetzt sollten wir vielleicht mal eins machen. Klasse gesehen von Williams. Und das ist es, das 1-0, jawohl! Richie, ich glaube, er ist Außenverteidiger, feiert hier mit Williams das 1-0. Hier alle konzentrieren sich da auf Hunter. Schaut,
wie er hochläuft und dann ist da Platz für Richie und da ist das Tor. So, wir gehen mit einer 7,0 in die Pause. 1-0 zur Halbzeit, ganz gar nicht mal so ein schlechtes Ergebnis. Wir können auf jeden Fall noch nachlegen und müssen uns auf jeden Fall verbessern. Ganz so gut war das hier alles in allem noch nicht. Oh, jetzt ist Hunter mal durchgestartet. Endlich mal Hunter! Oh. Ist es sein Ernst? Ist es sein Ernst? Es ist offensichtlich sein Ernst. Sein linken Fuß hat er anscheinend nur zum Stehen. Mega Konterchance. Alexander ist komplett allein nach diesem Eckball. Alexander, den muss er machen. Im letzten Spiel hat er dann verkackt. Diesmal muss er rein und der ist perfekt geschossen. Da kann man nichts sagen. Das war ein Traumtor. Perfekt platziert in den oberen Winkel. Der Typ ist geil. Dann schauen wir uns jetzt nochmal an hier. Guckt es euch an. Er ist komplett allein. Legt den Ball sich schon ein bisschen auf rechts. Und dann zack. Und da kommt kein Torwart der Welt ran. Da ist Richie komplett allein. Da ist es. Anita darf auch mal. 3-0. Hochverdientes Ergebnis. Und ich sagte noch, in der zweiten Halbzeit muss mehr kommen. Und da kam jetzt auch mehr. Und das war's. Wir gewinnen dieses Spiel 3-0. Und wir sehen uns, wenn es keine Zwischensequenz kommt, auf jeden Fall in der nächsten Partie. Das Spiel war toll, Mann. Du bist richtig gut in Form. Ich erkenne die Dinge, weißt du? Danke, Mann. Aber ich spiele ja nicht alleine, habe ich recht? Wow, wenn Fußball nicht mehr läuft, dann kannst du Diplomat werden, Mann. Ich bin Alexander und ich rette die Welt!